Ja, zu einem besonderen Stück Stoff. Die Bundesflagge ist schwarz, rot, gold. So heißt es sehr kurz und knapp im Grundgesetz. Und so ist es uns heute selbstverständlich. Schwarz, rot, gold sind die deutschen Nationalfarben. Und das seit 175 Jahren, wenn auch mit großen, sehr, sehr unschönen Unterbrechungen. Am 9. März 1848 erwählte der Deutsche Bund die drei Farben zu seinen Farben, um sich so an die Spitze der Revolution zu setzen. Erinnerungen im Stichtag von Hartmut Schade. Ganz Deutschland ein einziger schwarz-rot-goldener Jubel. Nicht zum fußballerischen Sommermärchen 2006, als die Deutschen plötzlich ihre Vorliebe für dreifarbige Schweißbänder, Hüte und Spiegelverkleidungen entdeckten, sondern anno 1848, als sogar Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Mit einer schwarz-rot-goldenen Armbinde durch Berlin reitet. Ich trage die Farben schwarz-rot-gold. Ich will Deutschlands Freiheit. Das ist noch lang die Freiheit nicht. Hält Ferdinand Freiligrath in einem von Robert Schumann vertonten Gedicht dagegen. Pulver ist schwarz, Blut ist rot. Golden flackert die Flamme. Tatsächlich kommen die Farben aus den Befreiungskriegen. Die Lützower Jäger tragen schwarze Uniformen mit goldenen Knöpfen und roten Aufschlägen. Diese Farbkombination übernehmen die Jenaer Burschenschaftler. Die Schärpen, die bei feierlichen Aufzügen gebraucht werden, sind schwarz und rot mit Gold durchwirkt. Doch so richtig zum Symbol für ein einiges Deutschland wird die dreifarbige Fahne erst 1832 beim Hambacher Fest. Für Metternich und die Fürsten ist damit klar, wer schwarz-rot-gold trägt, ist ein Umstürzler. Das Tragen der Farben wird verboten. In Kümmernis und Dunkelheit, da mussten wir sie bergen. Nun haben wir sie doch befreit, befreit aus ihren Särgen. Als im März 1848 die Revolution ausbricht, schmücken sich alle Deutschen ganz schnell schwarz-rot-gold. Nicht nur Preußenkönig Friedrich Wilhelm trägt die Farben, auch Bayernkönig Ludwig lässt die soeben noch landesverräterische Fahne hissen, ebenso Kaiser Ferdinand auf der Wiener Hofburg. Und das Frankfurter Paulskirchenparlament tagt in einem Meer von schwarz-rot-gold. Von der Orgel hängen rote Vorhänge, schwarz und golden gesäumt, Reichsfahnen wehen vom Sitz des Präsidenten, der an der Stelle der Kanzel steht. Mit dem Niederkartätschen der Revolution durch preußische und österreichische Truppen verschwindet auch Schwarz-Rot-Gold. Bismarck einigt Deutschland unter Schwarz-Weiß-Rot. Das frühere deutsche Einheitszeichen aus der Zeit von 1848, Schwarz-Rot-Gold, war dazu nach der Art, wie diese Farben im revolutionären Dienst der Armee gegenübergetreten waren, nicht verwendbar. 1918 ist für die Demokraten das kaiserliche Schwarz-Weiß-Rot nicht mehr verwendbar. Der Präsident der Weimarischen Nationalversammlung, Eduard David, verkündet, von den Zinnen der Republik wehe künftig Schwarz-Rot-Gold. Das war das altehrwürdige Banner, unter dem die Vorkämpfer der demokratischen Freiheit und der nationalen Einheit einstmals so tapfer gestritten und so schwer gelitten hatten. Nun wurde es zum Symbol des neuen Staatsbaus. Und nach dem Zweiten Weltkrieg zum Symbol zweier Staaten. Sowohl die DDR als auch die Bundesrepublik berufen sich auf die freiheitlichen Traditionen von Schwarz-Rot-Gold und wählen den Dreifarb als Nationalflagge. In der DDR seit 1959 durch Hammer und Zirkel im Ehrenkranz ergänzt. Und während sich die Deutschen 40 Jahre später über viele Aspekte der Wiedervereinigung streiten, in der Farbwahl ist man sich einig.